Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch da draußen. Zumindest für mich ist es ein, naja, kann man sagen, ein wunderschöner guten Morgen. Wir haben gerade 7.30 Uhr in der Früh und ich weiß, ich bin gerade total selber perplex, wieso ich um diese Uhrzeit noch wach bin. Nicht schon wieder, sondern noch wach bin und ich mich dazu entscheide, FIFA aufzunehmen. Zumal wir jetzt gerade Wochenende haben und ich jetzt höchstwahrscheinlich, also wenn jetzt nicht irgendwelche Klagen reinkommen in unser Postfach oder wenn jetzt nicht irgendwie die Vermietung oder sowas auf mich zukommt und sagt, okay Marcel, hör mir mal zu, das mit uns passt hier nicht mehr. Du bist jetzt der Grund, warum jetzt, weiß ich nicht, zig Menschen hier in diesem Gebäude oder sowas in Burnout verfallen, weil sie alle nicht schlafen können. Dann weiß ich auch nicht, weil wenn, dann wird dieser Tag, glaube ich, heute sein, weil ich schreie nicht nur mitten in der Nacht hier durch die Gegend, weil ich FIFA aufnehme, jetzt anscheinend auch noch am Morgen. Die Leute kriegen ja wahrscheinlich in diesem Gebäude nie mehr die Ruhe durch meine ganzen Aufnahmen. Aber scheiß drauf, das muss euch nicht interessieren, sondern eher wahrscheinlich sowohl mein Konto als auch meine eigenen Nerven. In der heutigen Episode müssen wir ran gegen den KSC, gegen Karlsruhe. Wir sehen schon Karlsruhe auf Platz 13, wir auf Platz 8. Wir hatten nicht den besten Start hier in der Liga gehabt. Man muss aber auch sagen, trotzdem ist unsere ungeschlagene Serie sehr, sehr weit ausgebaut. Wir haben bisher nur eine Niederlage eingassiert. Und 4 Unentschieden sorgten eben dafür, dass wir nicht so viele Punkte ergattern konnten. Das soll natürlich gegen Karlsruhe jetzt wieder anders sein. Ihr wisst ganz genau Bescheid, da wir jetzt diese Saison noch schneller hier durchspielen wollen, werde ich viele Spiele selbstverständlich simulieren. Also nicht simulieren, sondern die Höhepunkte eben spielen, sodass wir wenigstens noch ein bisschen Gameplay haben und meiner Meinung nach die wichtigen Spiele halt eben dann, also die meiner Meinung nach wichtig sind, eben nur spielen. Dieses Spiel gegen KSC wird auch wieder ein Spiel sein, was ich mit den Playable Highlights machen werde. Macht euch aber keine Sorgen, sobald wir aufsteigen sollen in die Bundesliga, wird selbstverständlich wieder nur gespielt. Was machen wir denn jetzt hier mit unserem Team, ist die Frage. Gegen den KSC möchte ich auch mal wieder ein bisschen wild werden, wie zum Beispiel Krupa. Krupa ist jetzt vielleicht nicht extrem wild, aber weil wir wissen ganz genau, was für Qualitäten der Junge hat. Trotzdem würde ich sagen, ist das schon mal ein ganz guter Anfang. Lawrence auf eine 69, immer noch sehr nice, hochgegangen. Mir ist aufgefallen bei Jovanovic, bei dem Trainingsplan, vielleicht kann mir da einer von euch auch wieder helfen. Mir ist da aufgefallen, irgendwie braucht der Junge auf einmal extrem lange, um irgendetwas zu trainieren. Ich meine, der ist halt 20 Jahre jung, der hat noch eine blühende Zukunft vor sich und irgendwie jedes, obwohl seine Form großartig ist, ja, irgendwie ist jeder seiner Trainingseinheiten dauert irgendwie mindestens 40 Wochen oder so. Das ist total geisteskrank und ich frage mich, was ist da bitte schiefgelaufen? Der Typ ist jung und der muss sich eigentlich weiterentwickeln können. Deswegen, falls jemand von euch da draußen eine Erklärung dafür hat, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Vielleicht auch, was ich dagegen machen kann, falls ich überhaupt was dagegen machen kann. Komm, Meier geben wir auch nochmal die Chance. Gegen Fornalcic, glaube ich, aber diesmal nicht. Ich glaube, es wird mal Zeit, dass wir Stefanovic mal eine kleine Ruhe geben. Meier mal von Anfang an wieder einsetzen, damit der Junge sich auch ein bisschen weiterentwickeln kann. Und ansonsten gehen wir mit dieser Mannschaft jetzt einfach rein in die Partie. Wisst ihr, ich habe so eine kleine Problematik immer daran, entweder nachts oder jetzt um so eine Uhrzeit aufzunehmen, weil ich habe immer das Gefühl, was zeichnet meine Karriere auf YouTube aus? Naja, meine Emotionalität schon so ein bisschen, oder? Ihr feiert es doch, dass ich immer so richtig im Fußballspiel mit drin bin und dass ich das Ganze richtig lebe und so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich nachts aufnehme oder morgens, wo ich da den Ton so ein bisschen runterfahren muss, dass meine Videos nicht ganz so ansprechend für euch sind. Könnt ihr mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, weil ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt heute zum Beispiel mal wieder ein bisschen ruhiger bin, weil ich es halt eben sein muss, dass ihr das nicht so enjoyen werdet wie sonst immer. Deswegen, es tut mir immer schrecklich leid, wenn ich das halt eben machen muss. So, Konter durch den KSC sehen wir hier schon. Ich habe Keller hier gerade in der Auswahl. Das ist doch schon mal ein Junge, der gut dafür ausgesorgt ist, um das Ganze mal stoppen zu können. Ja, nicht so ganz. Salifu vielleicht mit seiner Grätsche. Sieht auch nicht gut aus, aber Laurent wartet dort und ist eiskalt. Freistoß, direkt danach übrigens, 13. Minute. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht wieder absolutes Pech haben, ne? Das ist ja irgendwie typisch für diese Playable Highlights bei mir, dass ich irgendwie extremes Pech habe. Wohin? Okay. Ich wollte gerade sagen, wohin will der den Ball jetzt hingehen? Krupa auf den Außen. Siehst du oben nämlich mal schön diesen Busch lang sprinten. Busch sieht in der Mitte erstmal unseren Stürmer, Biawak, und der wurde, na, instant Ball verloren. Das ist genau das, was ich meine. Das hatten wir auch schon in der letzten Episode gehabt, dass sobald, weißt du, der Fuß des Gegners nur kurz den Ball abknutscht, ist schon direkt Ball verloren. Und das finde ich halt irgendwie ein bisschen dumm, weil wir hatten ja immer eine Situation gehabt, wo Biawak locker hätte ein Tor schießen können. Oh, geile Grätsche. Guck mal hier. Hier zum Beispiel wurde nicht sofort Ball verloren gesagt. Oh, warte mal. Jetzt aufgepasst. Da muss ich mich konzentrieren. Biawak steht vorm Tor und hat die Möglichkeit, für uns das 1-0 zu erzielen in der 33. Minute. Und das wollen wir natürlich machen. Biawak Schuss finde, macht er richtig geil. Oh mein Gott. Und da ist das 1-0 für uns. VfB Oldenburg führt nach 33 Minuten. Und es ist unser Top-Stürmer Biawak, der schon wieder ausrastet, als hätte er hier mit der Polen in Nationalmannschaft oder so die EM gewonnen. Ja, vielleicht auch nicht. Da fällt er lieber in Ohnmacht. Geiles Teil. Geile Schussfinte übrigens. Was für ein schönes Tor. Stellt euch das mal im Real Life vor. Da wäre ich genauso. Ich glaube, da wäre ich auch in Ohnmacht gefallen. Ach, schade, man sieht ja gar keine Wiederholung. Aber jetzt gibt's Alleingang. Wieder für Biawak. Wenn er jetzt schon wieder einen Doppelpack erzielt, Alter, dann ist der einfach der Fußballgott. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Biawak. Auf dem Weg zum Tor. Biawak. Biawak. Mit dem Schuss. Außenriss. Der macht den. 3 Minuten nach dem ersten Tor zum 2-0 und er rennt jetzt komplett in die Fangemeinschaft rein, feiert mit den Jungs dort. Ist das geil oder was?
Ey, Białek ist der Stürmer, den wir gebraucht haben. Mein Gott, ich feiere diesen Jungen, als gäbe es keinen Morgen. Und das war's sogar schon. Krass. Also ab der 36. Minute ist gar nichts mehr passiert. Sonst habe ich noch nie gesehen bei den Playable Highlights. Ey, aber das hat sich doch, also... Ich kann diesen Jungen nur in den Himmel loben. Białek ist so ein geiler Typ. Also der Plan für mich sieht jetzt wie folgt aus. Saarbrücken habe ich gerade gesehen. Nicht nur... Oh cool, wir spielen am 18. gegen Saarbrücken. Das ist eine Mannschaft, die auf dem 18. Platz sogar tatsächlich ist. Also hier, das ist der Exekutionstag für diese Mannschaft sozusagen. Ich habe mich dazu entschieden, hier auch die Playable Highlights zu spielen. Einfach weil die Mannschaft nicht auf diesem Niveau ist. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Da werde ich auch viele Spieler rumrotieren, dass mal andere irgendwie zum Zug kommen und so weiter. Da können wir auch mal die Jungen eben spielen lassen. Und dann gegen den HSV wird selbstverständlich gespielt. Also wenn, dann möchte ich wirklich die vollen 90 Minuten HSV aus dem Stadion kegeln und dann natürlich auch aus dem DFB-Pokal rausschicken. Also da gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen. Die beiden Spiele werde ich auf jeden Fall spielen. Ich bin mir dann noch unsicher, bis dahin werde ich nicht spielen, aber ich bin mir dann noch unsicher, was ich mit Hansa Rostock mache und ob ich vielleicht sogar Bielefeld mit in dieses Video reinquetschen kann. Vielleicht, ich weiß es noch nicht zu 100%. Ich guck mal, wie ich das mache, ich guck mal, wie mein Gemütszustand ist und ob vielleicht schon vorher die Polizei vor der Tür steht, weil ich rumschreie. Jetzt schaut euch mal bitte diese Mannschaft hier an. Alter Schwede, hier ist nämlich gar kein Spieler wie der andere aus der letzten Partie. Außer Lotka könntest du vielleicht noch dazu zählen. Ansonsten sind alle Spieler irgendwie gefühlt ausgetauscht worden. Und ja, das ist auch eigentlich die Philosophie hier in diesem Spiel. Andere Spieler mal die Chance geben, dass die nicht mehr so ganz unglücklich sind. Wir sehen ja hier bei Herbst zum Beispiel oder bei Fuchs, ne? Die sind halt nicht mehr allzu glücklich. Übrigens, Engel hat schon wieder angefragt, dass er spielen möchte. Also es passt schon wieder ganz gut Faust aufs Auge, dass ich mich dazu entscheide, ihn wieder spielen zu lassen. Also er bleibt immer noch bei den alten Traditionen. Und was ich besonders cool finde, ist, viele meiner Spieler haben schon wieder einen Boost bekommen in ihrer Stärke. Fornalcik ist auf eine 74 hochgegangen. Sogar Engel hat sich verbessert um 1. Keine Ahnung, wie er das hingekriegt hat. Was ich auch gesehen habe, ich glaube, sogar Meier ist um 1 hochgegangen und so. Es ist doch alles schön, Freunde. Wenn ich sehe, wie die Spieler wachsen und gedeihen, da geht mein Trainerherz auf, weißt du, wie so eine Lotusblume im Frühling. Also von daher... Wir gehen jetzt mal so in die Partie und gucken mal, wie es jetzt hier läuft gegen Saarbrücken. Hier dürfen wir nicht vergessen, die Spieler sind natürlich nicht eingespielt, ne? Aber das soll keine Ausrede sein. Wir wollen 3 Punkte trotzdem einfahren. Aber ob wir 3 Punkte einfahren, liegt doch so ein bisschen an dem Spiel, ne? Wie viel Glück wir halt eben mit den Chancen haben, die jetzt hier erspielt werden. Oh, allein... Oh! Baji ist unterwegs und ich sehe gar keinen Gegenspieler. Der ist wirklich komplett durch. Das ist jetzt eins dieser Momente, wo es einfach ein geschenktes Tor ist. Wenn Baji den zumindest reinmacht. Weil ihr seht schon, ohne Gegenwehr. Einfach auf dem Zug zum Tor. 6. Minute, Baji ist unterwegs, Baji per Schuss und ja, Baji zum 1:0 halt, ne? Ja, das ist natürlich, also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich beschissen bei den Playable Highlights, dass halt das eins dieser Highlights ist, weil... Ja, das ist dumm gemacht. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, der Gegner würde zum Beispiel dieses Highlight irgendwie gegen dich bekommen. Und hier zum Beispiel, Alleingang von Saarbrücken, hast du zumindest jetzt einen Verteidiger, hast die Chance. Aber wenn da gar keiner ist, hast du schon dumm gemacht eigentlich. Also das muss auf jeden Fall besser werden beim nächsten Spiel gegen Kuni. Oh nee, oh oh. Er spielt, er passt, er ist so blöd. Der ist ja so, so blöd. Es gibt eine Freistoßsituation, werde ich natürlich nicht ausführen. Macht euch da keine Sorgen, ich bin nicht so geisteskrank, dass ich von hier schießen werde. Vor allem nicht mit Dabrowski. Da sehe ich Fornalcik und ich habe schon eine Idee, was ich mit ihm machen werde. Da haben wir Fornalcik und jetzt Powershot. Bam! Oh, den eigenen Spieler abgeschossen. Ja, das war natürlich nicht so geplant. Gelegenheit zur Flanke für Saarbrücken. Wilde Aussage, muss ich sagen. So von der Mittellinie aus. Hätte ich jetzt nicht von dort aus geflankt mit Gnase. Was machen wir denn hier mit der Nase? Ah, die passen den doch ein bisschen hin und her. Also nach Flanken sieht das noch nicht so ganz aus. Aber das ist ja auch nur eine Möglichkeit zur Flanke, ne? Ob sie es machen oder nicht, müssen sie ja selber wissen. Hier haben wir eigentlich relativ zufrieden abgewehrt. Und jetzt sehen wir einen Konter. Ich glaube, Krupa ist das sogar, der das Ganze einleiten darf. Und Baji sehe ich schon, der lauert. Auf der Lauer sitzt ein Kepa Baji. Oh, let's go. Du bist schnell genug, mein Freund. Setz dich durch, Nummer 24. Wir kennen deine Geschwindigkeit. Und dein Dribbling? Ah, nee, der wird lieber geköpft. Sehen wir den Zidane-Style? Von hier ein Freistoß ist wild, ne? Wollen wir den einfach mal direkt versuchen? Das wird wahrscheinlich komplett in die Hose gehen, ne? Weil ich auch gar keine Ahnung habe, wie ich das irgendwie groß schießen soll. Aber, wisst ihr was? Probieren geht über Studieren. Ah, ich weiß nicht, ob der was wird. Vor allem mit Fornalcik. Nee, warte. Oh. Oh, nee. Wir haben 1:0 zwar gewonnen, aber das war gerade sehr cool mit anzusehen. Ich glaube, Krupa, oder wer da halt eben stand, das wäre auch geil gewesen, wenn wir einfach nur die Mauer überlupft hätten. Krupa nimmt den einfach mit und schießt von dort. Aber ist alles Wunschdenken. 3 Punkte haben wir abgeholt, selbst in so einer absoluten Z-Mannschaft. Was willst du mehr? Da sind sie doch, die Hamburger. Wir dürfen ja 2-mal in Hamburg spielen, auch wenn ich per se nichts gegen die Stadt habe. Ich finde sogar, Hamburg ist eine recht attraktive Stadt. Ja, der Fußballclub selbstverständlich ist dort der absolute Schandfleck. Und ich brauche das euch eigentlich nicht immer wieder erklären. Ich glaube, jeder von euch weiß mittlerweile Bescheid, was für eine Fehde ich gegen diesen Verein führe. Und deswegen müssen wir jetzt hier richtig dicke Geschütze auffahren. Wir müssen jetzt hier so die Creme de la Creme, weißt du, the Creme de la Creme müssen wir jetzt hier eigentlich aufbauen an Mannschaft. Ich glaube, das habe ich sogar schon damit aufgebaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich brauche hier gar nichts mehr ändern, weil...
wir brauchen jetzt wirklich die kombinierte Kraft aus unserer Mannschaft, um gegen die gewinnen zu können. Ich will vielleicht nur ein, zwei Änderungen machen. Ich überlege nämlich gerade, was ist eigentlich jetzt mit dem DFB-Pokal? Weil der ist ja schon in 3 Tagen und da werden wahrscheinlich viele meiner Spieler auch nicht mehr so fit sein. Ich kann mich daran erinnern, dass Herbst sagte, dass er unbedingt spielen möchte, weil er im letzten Spiel meinte, er hat sehr gute Performance abgeliefert. Also ich vertraue ihm da jetzt einfach mal und setze ihn einfach mal ein, um ja vielleicht bei Laurent so ein bisschen die Kräfte zu schonen. Ich weiß aber nicht, was ich mit dem Rest hier anfangen soll. Ich überlege nämlich die ganze Zeit zum Beispiel einen Krasniqi reinzubringen für Stefanovic, weil ich den gerne dabei haben möchte im nächsten Spiel. Ich glaube, das mache ich sogar und tausche den einmal mit Fornalcik sogar, dass wir das mal so machen. Ich weiß nicht, Keller vielleicht sogar für Plautz, Keller auf eine 66 auch sehr schön mit anzusehen, Busch ist sogar aufgestiegen auf eine 72. Nee, ich glaube, ich hätte schon fast gesagt, dass die Kräfte sogar ausreichen werden, dass wir im DFB-Pokal keine so großen Probleme haben werden mit der Fitness. Biawak ist der 2. Bundesliga-Top-Torjäger, das wusste ich nicht mal, mit 7 Toren mittlerweile schon. Alter, da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Diese Information hat mich gerade komplett geflasht. Weißt du, ich bin zwar mittlerweile fast 8 Uhr morgens sitze ich hier mit schlafenden Augen fast schon, aber die haben mir gerade die Augen so weit aufgerissen, diese Information, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mega geil, also wir haben sogar den Topscorer in der Liga und das sehe ich auch nicht alle Tage in der FIFA-Karriere, weil ansonsten ist es ja meistens so, dass meine Stürmer auch in anderen Karrieren kaum Tore erzielen, sondern es sind eigentlich immer meine Mittelfeldspieler. Wobei eigentlich alle Spieler verteilt. Gefühlt machen auch meine Außenverteidiger die meisten Tore manchmal in einer Saison. Oh, starke Grätsche von Jovanovic, Alter. Konnte den Schuss perfekt abfangen. Wahnsinnig geil. Und das ist auch so ein bisschen, oh, der Charakter auch von Jovanovic, ne? Also der ist immer der Notnagel, so der letzte Mann in der Brandung, der eigentlich die Verteidigung komplett im Alleingang irgendwie festhält. Und jetzt im Alleingang sehen wir Krasniqi unterwegs, der die Flanke reinbringt. Und da steht auch schon Fornalcik. Und jetzt Salifu vielleicht auch von Weitem. Und tatsächlich Stefan Raab da im Tor. Den prüft er da mal ordentlich. Ja, warum wissen überhaupt dieser? Ist das wirklich der Keeper von HSV? Oder verwechsel ich den gerade mit Heuer Fernandes? Ah, ich bin zu müde, Freunde. Ich kann das gar nicht gerade richtig einschätzen. So, Buchtmann bracht jetzt mal einen geilen Eckball und er kommt zu Jovanovic, aber leider nicht auf sein Köpfchen. Leider erwischt es nicht seine Breitstirn. Jetzt hoffentlich mit dem zweiten Versuch ein bisschen besser. Ja, nee, ehrlich gesagt gar nicht so wirklich besser. Fornalcik hier. Fornalcik. Jetzt ist die Frage, wohin möchte der Pole denn? Was ist denn hier so gerade sein Plan? Möchte er sich vielleicht ein bisschen unterhalten mit seinen Männern? Ja, komm, mit Buchtmann gemeinsam. Oh, pass auf. Keller, ganz unten. Nein! Oh, schade. Ich habe mich gerade gesehen gehabt, dass dann doch noch irgendwie ein Gegenspieler dazwischen gekommen ist. Aber tatsächlich, ich fand den Versuch von Salifu gar nicht mal so schlecht. Und jetzt Jatta. Oh, starker Zweikampf von Fabian Herbst. Der anscheinend zu Recht auch meinte, dass er momentan ziemlich gut drauf ist. Boah, was ein Dribbling von diesem Haier. Und da macht unser Keeper Haier. Verdammt ich doch eins, ey. 1:0 führen sie. Wahnsinn. Das haben sie echt richtig gut rausgespielt. Das muss ich denen wirklich lassen hier, die HSVler. HSVler? Die Hamburger. Hier, das haben sie richtig stark gemacht. Jetzt auch hier das Dribbling von der Nummer 3 von den Wahnsinn. Und Lotka sieht da echt ein bisschen scheiße aus, muss ich sagen. Ne? Ob es der Regen war, der ihm irgendwie gerade in dem Moment ins Gesicht gespült ist, weiß ich nicht. Aber oh, den musst du halten, Alter. Du machst dich ja zum kompletten Ampelmann. Was ein Pass. Das funktioniert so gut auf Biawak. Und jetzt per Volley. Und Stefan Raab wehrt das wieder ab. Oh, warte mal. Oh. Alter, wenn wir da an den Ball rangekommen. Ich liebe es, dass ich bei Biawak den einfach nach vorne schießen kann, den Ball hoch. Weil die Sache ist, entweder er kommt dort mit seiner, ja weiß nicht, einfach mit seiner Geschwindigkeit sowieso ran. Oder er besitzt so, wohin möchte der eigentlich ganz hinlaufen? Oder er benutzt halt eben einfach seine Körperstärke, Körperkraft, um sich gegen einen Innenverteidiger durchzusetzen einfach. Oder, naja, er, ach scheiße. Oder er ist halt eben, nee, gibt es überhaupt noch eine andere Option? Ja, ja klar, oder er nimmt ihn halt direkt per Kopfball, hätte ich gesagt. Aber die Situation haben wir noch nicht gesehen. Und was war das bitte für ein geisteskranker Pass? Und Herbst, Alter. Spielt wirklich richtig geil. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Der ist wieder unterwegs. Ich meine ja, der ist so stark, weil der so schnell ist und so körperstark. Und Raab ist anscheinend auch ein richtig geiler Keeper. Ich komme nicht an den vorbei. Viele Schüsse haben wir jetzt schon abgesetzt. Schon so ein paar, ne? Und immer noch kein Tor für uns. Komm, jetzt geht's wieder durch. Biawak, let's go. Jetzt von da. Was für eine fünfte Dimension hat der da gerade bitte geöffnet, dass er so einen Schuss noch irgendwie absetzen kann? Habe ich ja noch nie gesehen. Also jetzt hier, Keller wieder wahnsinnig geil durchgesetzt. Guter Pass durchgesteckt. Buchtmann hat jetzt die Sicht für Biawak. Und wie hat er jetzt hier bitte diesen Schuss abgesetzt? Du willst mir erzählen, dass er mit diesem kleinen Grätschanfall so viel Wucht in den Ball bekommen hat, dass der Keeper richtig fliegt. Manchmal die Physik, ne? Der Fußball, der besiegt manchmal die Physik. Wahnsinn. Wahnsinn.
Och, ein gefährlicher Pass in die Mitte. Ich habe es schon gesehen. Ich habe schon Code Red gedrückt. Und dann, oh, wäre wir hier wirklich in der Bedouille gewesen. Nächster Angriff von uns. Guck mal, wie schnell Krasniqi ist. Und der schickt jetzt mal einen Białek, oder? Oh, der ist auch so schnell. Ich liebe es. Białek jetzt, aber das muss es sein, Junge. Bitte, ja. Da ist der Ausgleich. Auf ihn ist am Ende immer Verlass. Und er baut weiterhin seine Führung in der Torjägerkrone. Oder der Tabelle, besser gesagt, baut er immer weiter auf. Der ist so geil, dieser Typ. Wahnsinnig gut. Hier sah der Keeper auch nicht so gut aus bei HSV. Da sind wir mal ehrlich, bei dem 1-0, was wir kassiert haben, ist das schon fair, dass das passiert. So, jetzt aber genug. Wir gucken jetzt nochmal nach ein paar Wechsel wieder. Von Alcik ist wieder mal ein bisschen, der taucht wieder unter. Das hat er ja manchmal. Manchmal hat er so Phasen, wo er wirklich untertaucht und wo man ihn gar nicht mehr erkennt auf dem Platz. Ich hätte gar nicht, boah, scheiße, ich hätte eigentlich lieber Stefanovic da eingesetzt. Dann machen wir es so. Krasniqi fällt jetzt auch mal den Platz. Und dann bringen wir Stefanovic tatsächlich mal rein. Den will ich mal gerne wieder auf dem Platz sehen, weil er hat mir so, so gut gefallen. Jedes Mal, wenn der spielt. Ne, ne, ne. Oh, der schießt Białek an. Habt ihr das gesehen? Es wird wieder ein bisschen spannend. Das kannst du so gut mit dem Jungen machen. Oh, wow, wow. Oh, fast ein Fehlabschlag hier vom Keeper gewesen. Der ist jetzt bestimmt auch richtig am Sweaten. Der schwitzt sich jetzt wahrscheinlich auch wirklich die Unterhose voll. Wenn er sieht, was für Stürmer der jetzt hier als Gegner hat. Das ist nicht mal ein Laufduell hier. Und wer setzt sich durch? Keller mit einer Wahnsinnsgrätsche. Ich sag ja, der Typ spielt nicht wie ein 66, also 66-rated Spieler. Der spielt wirklich wie ein routinierter Verteidiger. Und das liebe ich so an ihm. Und guck mal, was jetzt hier abgeht. Guck mal, was jetzt hier abgeht. Die komplette Verteidigung von denen ist ausgehebelt. Oh, ich hätte zu Białek spielen müssen. Oder spielen können, besser gesagt. Und jetzt Flanke in die Mitte zu Białek. Oh, der wäre hochgesprungen. Aber es... Alter, mit der Hacke! Habt ihr das gesehen? Ach du Scheiße. Ey, dieser Stefanovic ist der geilste Typ. Aber wo wollen wir denn hin, ist die Frage. Ich weiß nicht ganz genau, was ich hier machen soll mit diesem Angriff. Busch, vielleicht jetzt zu Białek wieder? Tatsächlich? Ah, der kommt da nicht ran. Mann, das 2:1 liegt in der Luft, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Also man muss ja bis zum Ende hoffen, aber das sieht mittlerweile nicht gut aus. 87. Minute und jetzt nochmal ein Angriff von HSV irgendwie überleben. Fuck, Mann. Jetzt spielen die so ein bisschen hinten rum. Die sind wahrscheinlich froh, dass die hier wenigstens einen Punkt rausholen können. Oh, ja, Meier. Ja, gutes Dribbling. Oh, nein. Und dann kommt der Wo Jöng damit ran. Das ist jetzt wirklich ein umkämpftes Spiel hier. Keine Frage. Jeder möchte jetzt noch mit seinem letzten Angriff etwas schaffen. Und HSV wird jetzt den letzten Angriff hier aus diesem Spiel rausholen. Und jetzt geht's los. Und jetzt geht's los. Und das müssen wir abwehren. Geil, Salifu. Da pfeift er sogar noch ab. Wir holen einen Punkt hier gegen den HSV. Wir holen einen Punkt. Und wir wissen ganz genau, im DFB-Pokal reicht das natürlich nicht aus. Da gehen wir jetzt rein in die Verlängerung und so weiter. Von daher, jetzt liegt's daran... Jetzt müssen wir halt eben sehen, wie bissig sind unsere Spieler, ein besseres Spiel im DFB-Pokal abzuliefern. Oh, der DFB-Pokal, der steht hier bevor, Alter. Ich bin echt gespannt. Ja, ich wusste es doch. Guck mal, Heuer Fernandes ist jetzt im Tor, wer auch immer dieser Raab da war. Und wir sehen auch schon, ne, die Spieler von denen sind aber auch nicht mehr wirklich fit. Aber ich meine, brauchen wir uns halt eben nichts vormachen. Bei uns sieht es genauso schlimm aus. Von daher, jetzt muss ein bisschen viel rumrotiert werden. Aber ich habe sehr, sehr großes Vertrauen auch in die zweite Reihe hier der Spieler, auf jeden Fall. Das haben wir auch schon des Öfteren gesehen, dass die genauso gut, wenn nicht so sogar manchmal bessere Leistungen abrufen können. Jetzt müssen wir halt nur ein bisschen schauen, dass wir hier ein bisschen mehr rumrotieren und trotzdem noch eine gute Qualität mit an den Mann bringen. Ich hätte gerne noch einen Innenverteidiger, wenn ich ehrlich mit euch bin, ne? Da fehlt mir so ein bisschen noch die Kader. Ach so, Fuchs, ups, Entschuldigung. Oh, ihr habt wahrscheinlich da draußen jetzt schon in den Kommentaren geschrien, so von wegen, ah, du hast doch Fuchs, du hast doch Fuchs. Ich habe den komplett übersehen, es tut mir wirklich leid. Für mich ist er immer noch abgespeichert als Stürmer. Ich finde das immer noch so ultra lustig, dass wir einen Stürmer zum Innenverteidiger gemacht haben. Budgie wieder vorne mit rein, auch eine Club-Legende bei uns ja mittlerweile. Meier, wir kennen seine Ausdauer ganz gut und wissen ganz genau, wie schlecht die ist. Von daher, der kommt auf jeden Fall auch raus. Meier, der andere Meier kommt für ihn dann rein. Białek möchte ich tatsächlich noch drin lassen. Was hat denn der für ein Elfmeter-Stat? Ich möchte einfach nur so ein bisschen absichern, ne? Für den Fall. Wir sehen Elfmeter 63. Okay, das ist ehrlich gesagt nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte einfach nur absichern. Wir wissen ja nicht, was passiert. Und wenn es hier ins Elfmeterschießen reingeht, dann müssen wir gewappnet sein. Also ich möchte Białek mitnehmen, wirklich für den Fall, dass wir hier ins Elfmeterschießen gehen. Dann brauche ich auf jeden Fall einen routinierten Spieler. Wie sieht es denn überhaupt allgemein aus mit Elfmeter-Set? Hier habe ich 50, hier haben wir 44, 47, 59. Gibt es irgendjemanden, der überhaupt Elfmeterschießen kann? 53 sehen wir hier. 57, 44, 59. Das ist nicht euer Ernst. 69. Immerhin einer. Danke, Stefanovic. Aber das ist ja grausam. Also, wenn es zum Elfmeterschießen kommt, dann sind wir ja raus. Also, dann kriegt der HSV auf jeden Fall einen Freifahrtschein. Es liegt auch noch Schnee hier im Volksparkstadion. Also, das heißt, jetzt ist es, man könnte theoretisch sagen, auch noch schwierigere Verhältnisse.
Könnte ein ganz interessantes Spiel werden. Ich hoffe, unsere Spieler sind hungrig, dass die jetzt hier mehr wollen als einfach. Oh, von hinten, Alter. Verletzen hier auch noch meine Spieler hier. Die kann ich gut gebrauchen. Ich habe nicht so viele Auswahlmöglichkeiten hier auf der Bank. Ich weiß nicht, wie sehr sich das Team von denen verändert hat. Bisher sehe ich alle möglichen Spieler, die auch schon im letzten Spiel mit dabei waren. Ich hätte wahrscheinlich auch einfach meine Spieler mit einsetzen können, weil die haben noch eigentlich genug Ausdauer, um zumindest noch ein bisschen mitspielen zu können. Aber ich wollte es halt einfach nicht riskieren, auch weil ich zum Beispiel Verletzung nicht riskieren wollte. Jetzt müssen wir ein bisschen konzentrierter jetzt hier auch bleiben, Freunde. Ne? Ihr seid mir ein bisschen zu zittrig, ein bisschen zu wackelig, Alter. Dieser Fehlpass gerade, der hätte uns killen können. Oh Gott, Benes, Laszlo Benes ist das, glaube ich, von Gladbach. Ach du Scheiße, Königsdorfer, auch ein sehr wahnsinnig talentierter Spieler. Den kriegen wir nicht ran. Keller, werf dich dazwischen, Keller, bitte, nein, was ist hier los? Oh, Lotka kommt geflogen wie ein Adler. Bitte, bitte, oben, das muss jetzt ein guter Pass werden, das ist es auch. Und da steht, nein, der macht ihn nicht, der macht ihn nicht. Müller, was machst du denn? Du musst die Pille ins Eckige kriegen. Da, oh nein. Das war die Chance des Spiels. Jetzt schon. Wir brauchen gar nicht mehr weiterspielen. Das hätte das 1-0 sein müssen. Jetzt komm. Vielleicht aus dem hier noch irgendwas machen. Ich weiß halt nicht, wohin. Guck mal, hier ist halt alles dicht. Jetzt hochgesteckt. Schön gesehen. Stefanovic steht frei. Und Schonlau, der ist halt auch wirklich defensiv. Das macht er viel zu gut. Eieieiei, in der Mitte, ein Pass, wie gesagt, reicht schon wieder, Königsdorfer ist auf dem Weg, Lotka, bitte, wieso macht Lotka nichts, wieso machst du nichts, ich bin die falsche Ecke, ich habe Königsdorfer gerade angesprochen und er macht genau das, wovor ich Angst hatte, das dürfen wir uns doch nicht im DFB-Pokal hier erlauben, wieso haben wir dann den Ball eigentlich nicht gewonnen, jetzt läuft er da einfach durch und Lotka, ach nee, der springt nicht in die falsche Richtung, aber auch viel zu spät irgendwie, also Lotka ist manchmal der Superheld, weißt du, der Stürmer, manchmal ist er auch ein Stürmer, der nicht ins Tor gehört, ja, bei manchen seiner Dinger, wie zum Beispiel jetzt, aber manchmal ist der auch wirklich irgendwie so Gigi Buffon oder so in seiner Prime, es ist einfach echt wie verhext. Oh, warte mal, Stefanovic, der hat mal ein bisschen was vor jetzt hier, oder was? Der hat mal richtig was vor, der hat jetzt richtig Blut geleckt oder was? Oh, Schussfinte. Hat er noch, die Pille hat er noch. Aber guck mal, wohin will er denn? Es ist einfach der Wahnsinn, wie der HSV wirklich zu jeder Situation alle Spieler parat hat. Oh, ja, nee. Von Alcik, ich wollte gleich wieder mal den Inversen hier zünden. Mit denen eigentlich schön jetzt mal gleich mit dem Innenrest halt eben da mal was aussegeln lassen, aber es wollte ja nicht. Alter, was ein Pass schon wieder. Königsdorfer und in die Mitte wieder gespielt auf Meißner und Lotka. Diesmal ist er wirklich, was ich meinte. Das ist echt weird bei dem, ne? Der hat manchmal die Form seines Lebens und manchmal wirklich das Formtief seines Lebens. Und man weiß nie, was es ist. Zu jetzigen Spiel brauche ich ihn aber beim Formhoch. Jetzt hier im DFB-Pokal. Ich fliege nicht gegen den HSV im BFB-Pokal aus. Nein, das wird nicht passieren. Lotka, komm raus. Lotka, bitte. Dankeschön. Oh, war das knapp. Ich fliege nicht gegen den HSV raus. Haben wir uns verstanden. Alter, was ein Pass. So wie wir es kennen mit... Gott, der macht einen Flugkopfball à la Robin von Persie. Und Fernandes kommt da schon wieder ran. Die Keeper von den Gegnern sind einfach ultimativ krass. Das ist ein Flugkopfball zu nehmen. Guckt euch das an, ey. Das feiere ich komplett. Aber es darf einfach nicht wahr sein, dass wir hier nichts reinmachen. Unsere Chancenverwertung ist die schlimmste wahrscheinlich in der gesamten Liga. Und das war gar nichts. Ein Satz mit X nicht mal. Komm. Müller. Ja, wohin? Wohin? Das... Die ultimative Frage schon wieder. Buchtmann muss jetzt gleich flanken wahrscheinlich mit seinem schwachen Rechten. Ja, es geht ja nicht anders. Bagi, bist du kopfballstark? Eigentlich schon, haben wir gerade eben gesehen mit dem Flugkopfball. Oh, warte mal. Wir sind immer noch am Ball. Schön. Verteil den mal weiter. Irgendjemand mal direkt wieder auf die Flanken, würde ich sagen. Jetzt wieder in die Mitte gespielt. Schön. Müller, der ist halt kein Linksfuß. Fuck. Warum war da nicht von Alcik? Wenn von Alcik da gewesen wäre, wäre doch alles gut gewesen. Was machen wir denn jetzt mit unserer Mannschaft, ist die Frage. Komm, Buchtmann fliegt jetzt mal vom Platz. Ist gar nicht persönlich gemeint, aber... Ich brauche da einen frischen Jungen. Buchtmann war ja auch schon zum Anfang des Spiels nicht ganz fit, ne? Und deswegen, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, da jetzt einen komplett fitten reinzuschicken. Das ist es jetzt. Der tödliche Pass, den wir gebraucht haben. Das 1-1. Ich sag's voraus, das muss das 1-1 sein. Yes! Ja! Da ist es, Mann. Finally. Das haben wir uns aber auch richtig, richtig erkämpft, Alter. Und auch mehr als nur verdient, ey. Jetzt geht's aufwärts. Jetzt geht's wirklich aufwärts. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass Dabrowski Kapitän geworden ist. Aber das ist sehr gut sogar, weil der soll ja anscheinend ein Führungsspieler sein. Der Co-Trainer oder der Vorstand, ich weiß gar nicht, wer das ist oder so, kommt ja auch gefühlt jede Woche zu mir und sagt so, Trainer, hören Sie mir mal zu. Ich bin so unsicher, dass Dabrowski der bessere Führungsspieler wäre für die Mannschaft. Also wechseln Sie mal bitte die Kapitänsbinde. Also jetzt müsste ich Sie ja halt damit glücklich gemacht haben, endlich. Ey, ich mag es nicht. Die haben da eine Freistoßsituation. Die machen es kurz, oder was? Ja, gerne. Dankeschön für den Ball. Wie dumm sind die denn?
Das war ja der Wahnsinn. Dabrowski, da ist niemand. Da ist niemand. Dabrowski rennt durch. Komm schon. Du bist nicht der Schnellste, aber setz dich einfach durch. Du musst jetzt einfach machen. Ah, nee. Schuss finde, kam ein bisschen zu spät. Komm, 68. Minute. Hier wieder ein paar Wechsel und so. Ihr wisst ganz genau Bescheid. Ist es jetzt sogar vielleicht Zeit, die Wunderwaffe Białek einzusetzen? Ich mach's, glaube ich. Białek kommt rein. Stefanovic will ich nicht auswechseln. Stell dir mal vor, es geht wirklich in Elfmeterschießen rein. Stefanovic ist der mit Abstand Beste, was Elfmeter angeht. Oder setze ich Meier mal als ZOM ein, weil da kann er ja anscheinend auch spielen. Ach, ist das ein Spiel, wo man was ausprobiert? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich müsste ich jetzt wirklich vernünftig sein, reasonable, und müsste Krasniqi auf die Position einsetzen und Meier noch irgendwie in der Hinterhand behalten. Ich glaube, das ist sogar das Klügste, was ich machen kann. Weil, ja, ich habe ein bisschen Angst, wenn das mit Meier auf der 10er-Position nicht funktioniert. Das wäre ja auch der erste Versuch, dass ich ihn einsetze und dann geht's nicht. Und dann, dann ist alles Kraut und Rüben. Das kann ich nicht machen. Oh, Dabrowski, der spielt so geil gerade. Mega dieser Typ, ne? Oh ne, danke Endouré. Man sieht schon so ein bisschen an den gelben Karten unserer Außenverteidiger, das ist auch ein bisschen ein, sagen wir mal, ein aufgeheiztes Spiel, um es vorsichtig zu betiteln. Also ich grätsche hier auch gerade ein bisschen mehr als sonst, aber es liegt auch so ein bisschen daran, weil ich gegen den HSV ein paar blutige Spieler sehen will. Oh, fuck my life. Die kommen im Osten nichts mit solchen Schlägen. Fuck, wir kommen da nicht an den Ball ran. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Habt ihr das gesehen? Der Ball war in meinen Reihen. Der Ball war einfach bei mir. Fucking hell. Und dann irgendwie kriegt er noch den Ball an den Fuß. Ich fass es nicht. Das war mein Ball. Ich bleibe dabei. Ich fliege nicht raus gegen den HSV. Das könnt ihr so vergessen. Da läuft er wieder. Białek, die Superwaffe. Ich habe sie eingesetzt. Nein, nein, nein. Ja, oh nein. Eine Minute Nachspielzeit. Fuck. 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 Oh nein. Oh nee. Scheiße, Mann. Gegen den HSV auch noch. Oh, das tut so im Herzen weh. Das darf einfach nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Fuck, wir sind raus. Und das gegen meine Hans-Mannschaft. Boah, die werde ich im Rückspiel. Die werde ich im Rückspiel der zweiten Liga, werde ich die so wegschießen. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Ich habe so aufgestaute Wut jetzt in mir drin, ne? Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ich, boah, ne. Lasst mich nicht gegen die nochmal spielen. Die werden hier nicht mehr aus dem Stadion kommen. Und es macht mich so, so viel wütender, zu sehen, dass der HSV auch noch auf Platz 1 der Tabelle ist. Über meinen geliebten SV Werder Bremen auch noch. Das kann doch nicht sein. Das ist wirklich gezinkt, das ist geschmiert. Die Fußballwelt ist geschmiert. Merkt euch das, ja? Da laufen so viele Geldbeträge da vom Tresen und so. Da kannst du einfach niemandem vertrauen. So, es geht ran gegen Hansa Rostock und wisst ihr was? Das spiele ich sogar. Ihr habt jetzt Glück gehabt, dass ich jetzt so Blut geleckt habe gegen den HSV, ne, dass die mich halt eben weggeschossen haben, dass ich jetzt dieses Spiel auch noch spielen werde. Ohne Frage. Da gehen wir rein. Und zwar, ja, ich weiß gar nicht, muss ich viel wechseln oder sowas? Ich möchte schon wirklich somit das beste Auftreten, was ich hier habe, damit ich, ja, die wegfetzen kann zumindest. Oh, es geht direkt gut los. Guck mal hier, Meier, jetzt pass auf. Ah, den gebe ich nämlich Białek. Białek gebe ich das Tor. Was für ein Luschentor das bitte war. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, einfach so durchrennen zu können. Was macht Białek denn? Alter, was sind das aber auch wieder für Jubel, ne? Da kriegst du ja wirklich Albträume dabei. Was ist das denn jetzt bitte wieder für eine Gülle gewesen? Aber was für ein geiler Zweikampf. Einmal kurz dazwischen gefunkt und sofort den Ball gewonnen. Ja, und dann fällt halt eben auch direkt das 1-0, wenn die so einen Quatsch machen. Und das Tor musste ich Białek geben. 9 Tore in 10 Partien. Das habt ihr gerade goldrichtig gesehen. Also der Junge, der ist so in seiner Blütephase. Und ja, der ist tatsächlich der Top-Torjäger der zweiten Liga. Das ist, denke ich mal, eine vielversprechende Freischusssituation. Wir hören das hier gerade bei Hansa Rostock. Der sah ja aus wie Peter Cech. Der hat auch irgendwie so einen Helm auf. Ja, guck mal hier, Meier nämlich will den Pass nach vorne spielen und der hat sich dazu entschieden, ach komm, ich kratze hier mal kurz die Arschbacken auf. Und das ist eigentlich eine vielversprechende Freischussposition, hätte ich schon fast gesagt. Ja, danke schön, Spiel, dass du mir erklären möchtest, wie Freischüsse funktionieren, weil er ganz genau weiß, dass ich irgendwie die Freischüsse nicht drauf habe. Was ist die beste Idee eigentlich von hier? Wollen wir mal so einen Knuckleball ausprobieren oder sowas? Wollen wir mal gucken, was wir so einen Knuckleball machen können? Das wird doch sowieso nichts, oder? Weil das ist so ein leichter Rechtscurve. Aber komm, probieren geht über studieren, oder? Das war vielleicht ein bisschen zu wenig. Wir gucken mal, was passiert. Ich sage ja, das war wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Kommen wir da noch ran? Ja, da kommen wir noch ran mit Buchtmann. Aber jetzt haben wir den Ball schon wieder verloren. Oh, nee. Noch hier. Gar nicht Teufel an die Wand malen. Buchtmann, Stefanovic. Und dann machen Inversen. Stefanovic, das kennen wir von ihm. Stefanovic, Alter. Der ist so gefährlich. Und ich liebe diesen Jungen über alles, ne? No homo, by the way, ne? Falls jemand das falsch versteht. Aber ganz ehrlich, ey, der macht so viel Spaß. Das könnt ihr euch gar nicht ausmalen, wie viel Bock der macht.
Aber die, ja, Eckbälle machen ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß. Ich habe die auch mal besser geschossen, ehrlich gesagt. Da ist Meier. Komm, einfach mal aus der Ferne. Ja, vielleicht. Vielleicht hätte ich das auch sein lassen dürfen. Oh, scheiße, das kann auch rot werden. Oh Gott. Ja, viel zu spät. Ich dachte, Salifu wäre nochmal ein Schrittchen früher da. Ein bisschen schneller oder so, aber das habe ich total unterschätzt. Da kriegt er für die eine gelbe Karte. Guck mal, wie wir ihn fliegen haben lassen hier. Oh Mann, auf der einen Seite brechen wir jemanden die Knochen, jetzt auf deren Seite brechen wir jetzt auch nochmal die Knochen. Ja, es ist natürlich ein ruppiges Spiel und ich merke auch schon, ich werde auch ein bisschen aggressiver hier. Ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn wir hier um die Meisterschaft kämpfen wollen, müssen wir auch wirklich mal, ne, mal zeigen, wie viel Kampfgeist wir besitzen. Oh, warte mal. Oh, ey, doch. Ich habe schon wieder fast Biawak durchsprinten sehen. Ja, verdammt. Was? Ich dachte gerade einen Elfmeter. Mein Herz war schon wieder in meinem linken Zehennagel. Ich habe schon gedacht, jetzt haben wir es erreicht. Jetzt gibt's einen Elfmeter. Aber es war abseits. Oh, oh. Nee. Lass das mal sagen. Wie hoch ist Herbst bitte geflogen? Das habe ich auch noch nicht von ihm gesehen gehabt. 62. Minute. Was ich aber jetzt auf jeden Fall bei uns sehe, sind ein paar Wechsel. Das ist immer irgendwie dasselbe Spiel, ne? Meier wird irgendwie gefühlt in jedem Spiel. Wisst ihr was? Das ist das erste Spiel, wo ich ihn bis zum Ende spielen lasse. Ich lasse ihn jetzt einfach mal durchspielen. Das ist jetzt auch mal eine Weltpremiere. Das passiert ja sonst nicht so häufig, dass ich ihn durchspielen lasse. Ich will eigentlich auch gerne mal einen Fritz Fuchs wieder einsetzen. Der wird jetzt mal gegen Herbst eingewechselt. Ich möchte Fritz Fuchs auch mal ein bisschen die Chance geben, ja? Vielleicht ein bisschen riskant und so. Wir führen eben nur 1-0 und deswegen müssen wir eigentlich so schauen, dass wir auch unbedingt unsere Innenverteidigung irgendwie am Mann halten. Aber, Alter, dieser Typ, der ist halt wirklich ein Cheat, ganz ehrlich. Warte mal, was machen wir denn jetzt mit Biawak? Auch wenn er ein Cheat ist, ich weiß nicht ganz genau, was wir jetzt hier mit ihm weitermachen wollen. Oh Meier, du hast eine Ballannahme schon wieder gehabt wie eine Boeing. Das ist nicht wahr. Daraus hätte er so viel mehr machen sollen. Ich sollte ihn vielleicht doch auswechseln. So, die 82. Minute klingelt und es ist tatsächlich noch nicht so ganz viel passiert. Oh, Fritz Fuchs, Alter, genau deswegen habe ich dich eingewechselt. Das ist mal Einsatz, weißt du was? Ach nee, ach scheiße, ich wollte mit Buchmann eigentlich schießen. Da ist mir aufgefallen, dass er Linksfuß ist. Jetzt kommt aber Meier zum Schuss und das reicht immer noch nicht aus. Meier hat, glaube ich, immer noch kein Tor erzielt, oder? Hat er ein Tor erzielt? Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht. Ah, schade, ich wollte den anderen Meier eigentlich mitnehmen, damit er wieder ein bisschen Spielpraxis bekommt. Aber wisst ihr, was machen wir es halt eben so. Ich lasse unseren Max Meier, wie gesagt, durchspielen. Ich habe es nicht vergessen. Ich werde das auf jeden Fall so durchziehen. Und ich glaube, Budgie kriegt auch nochmal wieder seine Chance. Nicht, dass wir es unbedingt brauchen. Wobei so ein 2-0 wäre auf jeden Fall, ja, hundertprozentig beruhigender. Wenn wir uns überlegen, das ist halt nur ein 1-0. Die können jetzt einen Angriff nach vorne forcieren und schon sind wir in der dicken, dicken Bredouille. Oh, aber mit Dabrowski läuft das natürlich. Läuft die Kiste hier. Zweikampftechnisch ist der Typ heute wieder auf einem ganz anderen Planeten unterwegs. Aber auf guten Planeten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, was war das denn für ein Pass? Also, ich hoffe natürlich, oh, da bin ich fast dran gekommen. Die müssen jetzt schon wieder so einen Pass machen. Ich hoffe natürlich, dass wir das 1-0 hier durchbringen können. Was machen die denn? Oh, warte mal. Oha, was? Ja, nein! 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 Den hätte ich viel mehr aufladen müssen. Fuck! Ich brauche den Controller gar nicht mehr in die Hand nehmen, der pfeift jetzt ab. Oh, das wäre so heftig gewesen, aber das Problem ist, da war halt kein Budgie oder so am Fuß, sondern das war halt Meier und der ist irgendwie verdammt, ne? Der soll irgendwie keine Tore für uns schießen. Und frohen Mutes können wir, glaube ich, trotzdem sagen, dass die heutige Episode eine geile Ausbeute für uns war. Wir sind auf Platz 6 jetzt vorgedrungen. Richtig cool, wenn wir uns überlegen, wo wir begonnen haben. Ich glaube, mit Platz 13 oder Platz 12 haben wir es echt weit nach oben geschafft. Und wir sind jetzt deutlich, deutlich weiter wieder im Aufstiegskampf mit dabei. Was ich trotzdem sehr krass finde, wenn wir trotzdem jetzt mal hier gerade bei den Statistiken bleiben. Wir haben nur 12 Tore erzielt, aber auch nur 6 Tore kassiert. Das ist, glaube ich, in beiden Fällen irgendwie so der Negativrekord mehr oder weniger, wobei gar nicht wahr. Wir sehen, Jan Regensburg hat nur 11 Tore erzielt und ich glaube hier unten, ja gut, klar, bei diesen Mannschaften beispielsweise wird es halt eben auch nicht besser aussehen, aber trotzdem für da oben, dass wir nur 12 Tore erzielt haben, da seht ihr mal, wie viele Unentschieden wir uns rauskrepeln mussten, muss man schon fast sagen. Aber es ist trotzdem sehr stark zu sehen, dass wir immerhin weiterhin immer noch nur eine Niederlage hier in der Liga haben. DFB-Pokal spielt sich jetzt mal nicht mit dazu. Aber wie dem auch sei, wenn euch die heutige Episode gefallen hat, dann würde mich auch heute wieder einen Daumen hoch freuen und supporten. Ich habe noch gerade irgendwas im Posteingang, sehe ich gerade. Achso, Nationalteam. Ja, von Alcik ist nochmal unterwegs mit seiner polnischen Nationalmannschaft, meinetwegen. Würde mich einen Daumen hoch freuen und supporten, so wie immer. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss. Macht's gut.